Ich glaube, es bietet sich mir die Chance für eine Tiermaul. Oh, ja, Palki. Bleib hier. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Er ist da. Ich habe Gyros gezählt. Ich glaube, Gyros hört auf meinen Namen. Was? Uso. Uso. Und jetzt alle zusammen. Uso. So. Nochmal. Uso. Zu machen. Uso. Für meine Freunde. Du bist eine kleine Kögelagis. So, ich setze mich hier an den Rand und mümmel mich ein. Ich wünsche dir eine super gute Nacht. Nachdem wir unser Lager aufgeschlagen hatten, hat Jimmy noch eine ganze Weile geschlafen. Also musste ich mich selber um ein bisschen Dollars kümmern und den wilden, rauen Osten für mich erkunden. Na, da ist ein Feuerlager. Chalas, was ist das? Ist das eine Lampe? Lecker! So was haben wir nicht in Griechenland. Oh, ich hab's. Ey, es ist so gefährlich gerade. Gyros, wenn du gegessen wirst von Alligator. Ach du Scheiße! Eine Alligatore! Glaube ich zumindest in Griechenland haben wir nicht. Uso, auch für deine Familie. Gras! Ist hier jemand an dieser Hütte? Jammers. Verlass! Howdy! Ganz ruhig, Gyros, ist alles gut. Gyros? Oh, Vorsicht, Gyros ist nicht gut zu Fremden, ne? Alles gut. Was machen Sie denn hier? Ich habe mich verlaufen. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem guten Job, um Geld zu verdienen. Eine gute Job, um Geld zu verdienen. Richtig. Dann gehen Sie doch am besten jagen. Wie mache ich das? Jagen. Jagen? Haben Sie ein Lasso? Das habe ich. Ja, Lasso, dann eine Revolver. Einer hat zu mir einmal gesagt, Lasso, sieh mich in Ruhe. Meinen Sie das? Ja. Und ein Messer. Das habe ich nicht. Sie brauchen ein Messer. Wie viel kostet so ein Messer? Ich glaube, $5 oder so. Ja, Mas, ich habe nur einen Dollar. Verdammt, so geht's mir auch. Sie sind also auch eine Jäger? Ich arbeite alles. Alles? Was ist das für ein Job? Ich jage, ich schlage, suche nach Gold. Sie jagen Schlangen? Ja. Würgen Sie auch die Schlange? Ja, klar. Ich sehe schon, Sie sind ein Mann von Kultur. Ja, und Sie? Was machen Sie so? Ich habe mit meinem Freund Himi Urgen ein Lager aufgeschlagen. Und eigentlich will ich nur gucken, ob ich kann ein bisschen arbeiten für ein bisschen Dollar. Vielleicht kann ich mir dann auch eine Messer kaufen wie Sie. Sie sind nämlich eine Boykau. Ja, haben Sie denn eine Spitzhacke? Habe ich nicht. Ja, ich habe leider selber kein Geld, sonst hätte ich ihm was gegeben. Das ist aber lieb von Ihnen. Ja. Ja, ist so schön, man muss alles erarbeiten. Richtig. Deswegen bin ich in Ihr Land gekommen, eh? Ja. Von wo kommen Sie? Von Griechenland. Wo liegt das? Das liegt auf einer Insel, ganz weit weg. Jetzt verstehe ich. Richtig, aber mit dem Ballon ist kein Problem. Ich bin auch erst seit 2 Tagen hier. Ich hatte meine Reise an vor genau 2 Tagen. Vor 2 Tagen? Sicher?
Gut, gut, gut. Deswegen habe ich ganze Geld auf Kopf gehauen und möchte jetzt neu starten. Ja gut, dann Sie haben keinen Repeater, gar nichts. Bitte? Was habe ich nicht? Sowas. Halasch, eine große Eisen. Der Bill hat mir gezeigt, wie man jagen kann und so konnte ich mir auch mein eigenes Pferd fangen mit seiner Hilfe. Aber ich habe nur eine Lasso. Leider keine Eisen. Keine Eisen zum Stechen, keine Eisen zum Schießen. Nur eine Eisen zum Scheißen. Nur zum Scheißen, warten Sie mal. Huh? Als Pfand. Was ist ich eine hatte Pfand? Zwar noch... Ja, irgendwann sehen wir uns mal. Und Sie sagen dann, Buddy. Buddy? Vielen Dank. Ja, mein Name ist Buddy. Ah, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, verdammt. Sicher. Aber ich sehe, Sie sind Buddy. Sie sind eine gute Buddy. Sie haben mir eine gegeben. Eine Hacke Spitz. Ja, ja, dann gehen Sie, suchen Sie Steine und arbeiten Sie ein bisschen. Muss ich jetzt Steine jagen? Ja, Sie wollen ja ein bisschen Geld haben. Und dann nehmen Sie diese Steine, ja, und bringen Sie nach Ennisburg. Ennisburg? Ich muss gucken, wo das ist. Ennisburg, ganz weit oben. Vielen Dank schon mal für die Starthilfe. Ja, gerne doch. Ich wollte Ihnen eigentlich was anderes geben, aber... Was haben wir denn? Ja, aber ich hab's leider nicht mehr. Was haben Sie mir geben wollen? Ich zeig's Ihnen. Oh, jetzt habe ich ein bisschen... Oh, eine kleine Eisen! Warten Sie, warten Sie. Ah, die hier. Aber ich hatte noch mal eine, aber ich... Ich hab die, glaube ich, schon verschenkt. Sie verschenken kleine Eisen einfach so? Naja, nicht immer. Aber Sie sind ja neu hier und man muss auch mal helfen. Das ist aber nett von Ihnen. Ich werde überall erzählen, dass Sie, Buddy, überall ein netter Mann sind. Ja, Buddy, Buddy, nicht Buddy. Buddy. Ja, richtig. Okay, und, ich merke ihn. Und Ihr Name ist Malaga, oder wie nennt man Sie? Aber wissen Sie, wie meine Freundin heißt? Ich heiße Eros Phoenix, Eros wie der Gott der Liebe. Eros, 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 okay. Richtig. Na gut. Eros, ich wünsche dir was. Ja, ich reite mal weiter. Vielen Dank, Buddy. So, Gyros, wir können jagen Steine. Komm hier. Oh, Gyros, langsam. Ich weiß, du hast Angst vor Steinen. Gyros, ich habe eine Morgana Fata. Ich sehe dich zweimal. Eine Taverne wäre auch geil für uns. Emerald, Van Hoorn, La Grasse. Ja, ich sehe keine Ennisburg drauf. Helas Malakis! Ist hier jemand? Ich suche den Weg nach Penisburg. Helas? Oh, ich wollte nicht treten ein. Sieht aus wie Gyros, hä? Oh, heiß! Macht hier gerade einer Kakalakis? Hallo? Ist da drinnen eine Sitzung? Ab jetzt wohne ich hier. Oh, da ist auch eine Uso vorbereitet. Und eine Pita. Eins war ich ein kleiner Grieche, doch jetzt bin ich hier in Amerika. Da wollte ich etwas riechen, aber Jimmy Urgent stand da. Die Haare von seiner Brust haben gekitzelt in meine Nase. Wir haben ein Lager gebaut und jetzt bin ich allein auf der Straße. Jetzt sitze ich hier an Knisterfeuer mit einem Banjo in der Hand. Eigentlich hab ich Durst, aber ich setze Uso in Brand. Wir brechen auf, Gyros. Ich glaube, wir haben eine lange Reise vor uns. Gar nicht abrupt oder so. Gyros, hast du dich erholt? Das meine ja, hä? Hier hat es gebrannt. Gyros! Oh, sie haben eine tote Tier auf ihrem Rücken. Werter Herr, kann ich Sie etwas fragen?
Ja, was denn? Ich habe von meinem guten Freund Buddy gesagt... Ja, bra... Ja, okay, Palki. Ich habe ja die Frage geantwortet bekommen. Ja, Sie müssen aufpassen, Sie dürfen sich nicht hinter Pferde stellen. Ich sehe schon. Ich wollte gucken, ob alles in Ordnung ist bei Ihrem Pferd. Nein, die Ursprungsfrage war... Mein bester Freund Buddy hatte mir gesagt, ich könnte Steine jagen. Er hat mir eine Hackspitze geschenkt. Aha. Ich sollte da mich in Ennisburg melden, aber hier ist niemand, der mit mir darüber reden will. Eigentlich, inwiefern? Ich verstehe nicht ganz. Er hatte mir eine Hackespitze gegeben und ich solle damit einen Stein jagen. Ja. Damit ich an Dollar komme. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, aber Sie müssen Steine nicht jagen. Also ich habe noch keinen Stein gesehen, der sich bewegt. Sind Sie sicher? Er hat gesagt, ich habe eine Lasso, ich kann das benutzen. Ja, aber woher kommen Sie, Mister? Ich komme aus Griechenland. Griechenland, das ist bestimmt weit weg. Ist sehr weit weg, war eine lange Anreise. Also ich weiß nicht, wie das in Griechenland abläuft, aber die Steine hier, die hauen nicht vor Ihnen ab. Ah, Sie haben recht. Ich hätte drüber nachdenken können, als er mir gesagt hat. Sie müssen einfach durch Bereiche gehen, wo viele Steine liegen. Und irgendwann sagt Ihnen Ihr Kopf, dass Sie das abbauen müssen. Und dann holen Sie einfach die Spitzhacke raus und legen los. Ich verstehe. Manchmal kann mein Kopf auch denken und da denke ich an Uso. Also verkaufe ich diese Steine dann bei diesem Wert den Herren da drüben, oder? Nein. Der Herr, der nimmt bloß Kadaver und Felle und sowas an, die auf ihrem Pferd liegen, wissen Sie? Abracadabra? Ja, genau. Abracadabra. Ich hab ihn verwirrt. Das, was ich gerade auf meinem Pferd liegen hatte, das nimmt dieser Herr. Ah. Mein Gesicht also, das lag kurze Zeit auch auf Ihrem Pferd. Kommen Sie mal näher. Schauen Sie mit auf meine Karte. Ich sehe. Ich sehe, ja, das ist... Wenn Sie erfolgreich waren mit der Spitzhacke, dann gehen Sie genau an diesen Punkt und werden das, was Sie entweder gefunden oder nicht gefunden haben, werden Sie dort verkaufen können. Super, ich werde berichten. Vielen Dank. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Michael Miller und Ihre? Mein Name ist Eros Phoenix. Eros wie der Gott der Liebe. Sie gefallen mir. Ich verriss du. Ich werde berichten. Ich bin gespannt. Vielleicht kriege ich da auch noch einen Huf in die Gesicht. Ja, beeilen Sie sich. Wieso? Wie gesagt, Sie müssen die Steine jagen. Sie haben recht. Was mache ich hier? Malaka, ich muss los. Vielen Dank. Viel Erfolg, Sir. Eros, komm sofort geschwind. Wir sind noch gar nicht in Dernisburg. Wir sind einfach in einer anderen Stadt. Hätte ich bedenken können. Wo kann ich hier vielleicht an diesen Stein? Er ist ruhig. Ich kann ihn vielleicht fangen. So laut. Ich muss ja fangen, den Stein. Er sitzt da ganz in Ruhe. Meister hat uns schon gewittert, Gyros. Vorsicht, nicht so laut. Kalas. Zigarre gefällig? Eine Zigarre? Die nehme ich gerne. Aber sie störe mich bei der Jagd auf einen Stein. Ach so, ja. Das macht doch nichts. So eine Zigarre zwischendurch, das schärft die Sinne. Sie haben absolut recht. Sie haben aber nicht zufällig auch eine Uso? Tequila habe ich auch, aber jetzt gerade nicht hier, leider. Tequila, ich will nicht den Boden putzen, ich will Uso zum Trinken. Ein Uso, was ist denn das? Das hört sich ja interessant an. Das ist unsere Griechenland-Schnaps, Sie müssen wissen. Griechenland, was ist das? Ein Land? Griechenland ist ein Land, wo Griechen sind. Und wo ist dieses Land? Weiter im Süden, eine große Insel. Ich kam hier rüber vor 2 Tagen genau mit einer Heißluftballon. Ach du meine Güte, ein Heißluftballon, was ist das denn? Das ist ein Ballon, der sehr heiß wird. Ein Ballon, der heiß wird. Ja, richtig. Mister. Verstehe. Manchmal wird meine Hose auch so heiß, aber dann nehme ich eine Uso und die Welt ist wieder okay. Okay, Mister. Also Uso ist sowas wie Schnaps, wie Whisky und Tequila, bloß aus der beste, der allerbeste. Und wo kann man das kaufen, verdammt? Ich bin auch auf der Suche, aber ich habe noch keine gefunden. Vielleicht werde ich in Zukunft eine Taverne ausschenken hier. Oh ja. Ja, da kann ich ja bei dir dann Uso kaufen.
Richtig, wie ist Ihr Name? Ich werde aufzeichnen, dass Sie dann kommen können. Ja, ich bin Bill Cayley. Bill Cayley, ich kenne einen Bill. Einen Jäger-Bill, aber ich glaube, dass Sie nicht Sie. Es gibt einen berüchtigten Bill, es gibt einen Bill, der Arzt ist. Es gibt, weißt du, wie viele verdammte Bills es gibt in diesem Land? Vielleicht Billionen? Ja, so ungefähr. Dieses Land, ich glaube, jeder heißt hier Bill mit Vornamen. Richtig. Du heißt wahrscheinlich auch, wie heißt du mit Vornamen? Ich heiße fast Bill, mein Name ist Eros, wie der Gott der Liebe. Eros Bill? Hast du nicht, bist du sicher, dass du nicht Bill heißt vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht heiße ich auch Bill. Mit zweiten Vornamen vielleicht. Das kann sein. Vielleicht ist die amerikanische Übersetzung einfach Bill von Eros. Wie heißt denn Ihr Gott der Liebe? Der Gott der Liebe? Hier gibt's keinen Gott der Liebe, verdammt. Jeder braucht einen Gott der Liebe. Hier gibt's bloß das raue Gesetz des Wilden Westens. Und dann natürlich der Herr, auf den man, wo man sich fürchten muss. Sonst tritt er dir sowas in den Arsch, dass du es kaum glauben kannst. Ich glaube, das habe ich eben erlebt. Mich hat ein Pferd getreten. Ja, das ist schon vielen passiert. Ich habe auch schon mal eins in die Fresse gekriegt von meinem eigenen Gaul. Stell dir das vor, von meinem eigenen Gaul. Also ist Ihr Gaul der Herr? Du bist der Herr? Bist du der Gott der Liebe? Kuki sagt ja. Du, ich glaube, Elisabeth heißt dieses kleine Mistvieh. Das ist ganz bestimmt nicht der Gott der Liebe. Elisabeth ist ein sehr schöner Name. Ja, die Elisabeth. Die kommt morgen aber dann zum Schlachter. Die ist schon ganz alt. Das können Sie nicht machen. Wieso? Ein bisschen Pferdewurst ist lecker. Das habe ich noch nie gegessen. Nein. Schmeckt es gut? Ja, muss ganz viel Salz reinmachen. Dann schmeckt es so wie jede andere Wurst. Oh, das macht mir Hunger. Ich glaube, ich muss erstmal etwas essen. Magst du vielleicht ein Beef Jerky haben? Das ist mit ganz viel Salz. Oh, jetzt habe ich mir schon reingeschnabbelt, aber sehr gerne. Gut. 1,50 Dollar hast du, oder? Ich habe 1,70 Dollar. Sie können mich da nicht ausziehen. Ich bin auf der Mission gerade einmal überhaupt Geld zu verdienen, deswegen bin ich auf der Jagd nach Steinen. Okay, du hast noch gar kein Geld. Richtig. Verstehe. Ich bin arm hergekommen. Sie müssen wissen, in Griechenland mit Finanzen, wir sind nicht so gut. Ja, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Mister, ich freue mich schon, wenn Sie Geld haben. Oh, Heilas, Hilfe! Hier. Bill, ich glaube, Sie sind völlig ausgerastet. Ich glaube, Ihre Zigarre war nicht gut. Es wird gleich wieder, ich komme gleich wieder. Heilas, warum macht das jeder mit mir? Ich weiß nicht. Sie haben Gyros verschreckt. Ich glaube, du brauchst mehr Geld, dann passiert dir das nicht mehr. Aber werde ich da nicht erst recht umgehauen von den anderen? Tut mir leid, Eros, pass auf. Wir behalten das für uns und ich schenke dir jetzt eine Zigarre. So machen wir's. Wunderbar. Gut. Es tut deiner Gesundheit gut. Meine Stämme glühen. Und die ist mit Vanille, haben die Mexikaner mit Vanille drin gedreht. Das schmeckt gut. Das ist eine feine Zigarre, gell? Das ist super, ich glaube, ich werde für immer rauchen. Ja, auf jeden Fall. Hier im Westen, da muss man rauchen, sonst hält man dann diesen Scheiß nicht aus. Ich merke, wie ich fliege. Hey, Mister, können Sie wohl kurz... Ja, natürlich. Also, Eros, Bill, ich muss weiter. Richtig, ich wünsche Ihnen eine viel Erfolg. Ja, mach mal Geld. Dann ja. Und also, schau vorbei, geht auch. Und vielen Dank für die Zigarre. Kalas. Danke sehr. Gyros, runter von der Straße. Du machst hier eine ganze Stand auf. Hör auf, Gyros. Ich puste dich sonst an. Mit ein bisschen Beruhigungskraut aus meiner Zigarillo. Wo war denn wir stehen geblieben? Also, der Stein hat sich nie bewegt, Gyros. Wir sind gut dabei. Ja, jetzt hab ich dich, Jamas! Gyros, irgendwie klappt das nicht. Warum? Das Pferd schüttelt auch schon den Kopf. Okay, ich versuche mit der Hacke Spitz, wie der Mann gesagt hat. Buddy. Nein, das war ein anderer. Michael. Ach, ich so viele Leute. Oh, Gyros, ich glaube, wir sind noch nicht bei der richtigen Steinjagd angekommen.